Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 12. Teil unserer Videoreihe über unsere Reise durch die Provence. Diesmal wird es richtig spektakulär, was die Landschaft angeht, denn wir fahren endlich in die Verdon-Schlucht, das heißt natürlich oben am Rand entlang. Denn da unten reinzuwandern, das erfordert Kenntnisse und Fähigkeiten, die haben wir definitiv nicht. Also könnt ihr mit uns ganz wunderbare Ausblicke vom oberen Rand tief runter zum Verdon genießen. Von dort aus geht es dann über eine wunderschöne Straße am Verdon entlang nach Castellane. Und auch das ist ein richtig hübscher Ort, den wir nochmal 2 Tage lang erkunden. Zu guter Letzt sind wir noch unterwegs zu einer angeblichen, muss ich leider sagen, Badestelle, die eigentlich sehr schön ist, aber ihr werdet sehen, dass es auch da leider wieder nicht möglich war zu baden, weil einfach zu wenig Wasser da ist. Sehr, sehr schade, vor allen Dingen schlimm fürs Land. Nichtsdestotrotz, viel Spaß bei unserem Video, viel Spaß beim Mitreisen. Nachdem es gestern, wie angekündigt, fast den ganzen Tag geregnet hat, das erste Mal seit wir hier sind, und das tut wirklich der Landschaft richtig gut, sollte heute eigentlich die Sonne scheinen und wir wollen in die Verdon-Schlucht fahren, also diese Route de Crête. Jetzt ist es aber weiter stark bewölkt, aber morgen soll das Wetter irgendwie noch ein bisschen schlechter sein. Naja, also wir fahren jetzt, aber dann wahrscheinlich eben leider ohne Sonne. Schade. So, jetzt sind wir an einem der schönsten Aussichtspunkte, nämlich dem Punkt, wo der Verdon in den See läuft oder umgekehrt. Ich weiß es gar nicht. Ja, und es ist nicht zu fassen. Für heute waren 14 Stunden Sonne angesagt und so sieht's aus. Wir warten mal ein kleines bisschen hier und vielleicht kriegen wir wenigstens noch ohne Regen was zu sehen. Wasser da drin ist im Fluss. So, jetzt haben wir die Notbremse gezogen. Das heißt, wir sind aus der Wolkenschicht, die ihr eben gesehen habt, wieder rausgefahren, ein Stück weiter runter und bleiben jetzt hier stehen. Die Wetter-App sagt, dass es ab 17 Uhr wieder klarer werden soll. Und die Route Crête ist nur 24 Kilometer lang. Und dann werden wir die einfach komplett nochmal fahren.
jetzt sind wir wieder genau da, wo wir um 5 Uhr aufgebrochen sind, wo wir das schlechte Wetter abgewartet haben. Und jetzt hat uns die Sonne, der Joe freut sich. Und wir werden genau hier jetzt übernachten. Da kochen die Nudeln. Ich habe ein Süßchen mit Tomaten und Zucchini und Thunfisch gemacht. Und das ist unsere Aussicht. Guten Morgen. Jetzt muss ich euch mal zeigen, wie ich hier gerade aus dem Bett gucke. Ist das nicht sensationell? Da unten fließt der Verdon ganz klein und friedlich. Und wir sind in Castellan und stehen hier auf dem Wohnmobilstellplatz, der nicht besonders schön ist, aber toll gelegen ist.
und wieder mal ganz, ganz zentrumsnah. Für uns ideal. Bevor ich jetzt nach links schwenke, warne ich euch vor, Volker hat ein neues Hemd. Achtung, Rums! Hey, 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 hey. Naja, von der Lippe. Muss man mögen. Es ist Samstagmorgen und das findet in vielen Orten in der Provence samstags morgens, natürlich in Deutschland auch statt. Markt, hurra, wir haben noch mal einen Markt. Hier steht's. Wir versuchen euch auch mit nicht zu vielen Bildern zu quälen, aber ein bisschen was muss schon sein. Es gibt auch hier, was ich nicht möchte. Eselskopf oder Pipi. Tja, und was denkt ihr, was ich jetzt wohl einkaufen muss? Von Castellin geht es dann weiter nach Saint-André-les-Alpes. Da ist ein See und das soll eine sehr schöne Badestelle sein. Aber ihr werdet sehen, auch da ist das Baden leider nicht möglich. Nur der Hund kann natürlich rein. Und noch ein Tier. Wie ihr seht, liebt Volker sein Hemd. Ja, wir sind jedenfalls hier an einen Stausee gefahren, wo der Verdon aufgestaut ist, in der Absicht hier zu baden. Aber auch hier ist es leider wieder so, dass alles im Schlamm versinkt. Schade. Ja, und das war's jetzt schon wieder für dieses Video. Schön, dass ihr mit uns gefahren seid. Freut euch schon mal drauf, dass es noch ein klein wenig weitergeht. Unsere Reise steht nämlich jetzt doch leider kurz vor dem Abschluss. Aber wir werden noch zwei sehr schöne Orte besuchen und dann auch noch ein paar nette Stopps machen auf dem Weg nach Hause. Wir würden uns also freuen, wenn ihr auch beim nächsten Teil nochmal dabei seid.
und sagen bis dahin Tschüss.